Herzlich willkommen zum nächsten Teil Fortnite Rette die Welt. Heute steht die Mission Excalibur 2.0 an. Da gibt es eine ganz tolle Waffe als Belohnung. Eine Mischung aus Scharfschützengewehr und Shotgun. Spiele ich eigentlich ganz gerne. Hat mehrere Schüsse. Aber ist auch ein Scharfschützengewehr und macht damit ordentlich Schaden. In der heutigen Mission müssen wir Staubsauger finden. Die befinden sich in der Thunder Road 70 Zone. Und wie immer halt eher an der Straße. Irgendwas Merkwürdiges passiert hier in dieser Zone. Die Hüllen drehen durch, ihre Lager spawnen riesige Gegnerwellen. Wir müssen verhindern, dass es sich ausbreitet, egal wie. Wenn du ein aktives Lager findest, musst du auf alles vorbereitet sein. Laut meinen Informationen haben wir 20 Minuten, um die Ziele zu neutralisieren. Durchsuche die Zone und halte Ausschau nach allen möglichen Lagern, die gereizter aussehen als sonst. Ich überwache alles von hier. So, da haben wir doch gleich mal einen Haufen Staubsauger. Man braucht doch nicht 30 Staubsauger, sondern wie man sieht, es sind 1 bis 4 Teile neben Staubsauger. Also je nachdem, ob man mehr Glück hat oder nicht, ist es eigentlich in 1 bis 2 Missionen oder 2 bis 3 Missionen gemacht. Das war's auch schon. Finden sich meistens an den Tankstellen, an den Autohöfen und so weiter. Also im Prinzip einfach die Straße ablaufen und dann findet man eigentlich. Woanders sind glaube ich keine. Ganz selten ist mal in den Bunkern noch einer. Aber das meiste der Staubsauger findet man direkt an der Straße oben. Ist natürlich immer ein bisschen Glückssache, ob die Tankstelle mit auf der Karte ist oder nicht. Wenn die mit drauf ist, geht es eigentlich relativ flott. Nicht vergessen, die Geburtstagskuchen einzusammeln. Dafür gibt es die Geburtstagslamas. Und die lohnen sich echt. Da gibt es Helden. Ich zum Beispiel hoffe auch noch, dass ich das schwere Scharfschützengewehr kriege. Mal schauen, ob wir da Glück haben. Bei Lagern empfiehlt sich aber der Boombogen,
Der macht ordentlich Schaden und ist auch gegen die Nebelmonster ziemlich. Frei hätten wir. Weiter geht's. Die Lager werden immer stärker. Bereite dich besser gut vor. Macht wer ein Foto von uns. Abzuschließen. Ziel ausgeschaltet. Luftangriff! Überprüfe deine Karte.
einfach zusammen ab. Das nenne ich.
Deswegen ein bisschen blöd, wenn dann mitten im Kampf die Waffen alle kaputt gehen. Dann muss man etwas im. Wird's laut. Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Zusammen!
Sie. Bereit zum Dienst. Das sollte reichen. Ja, das war's schon wieder mit der Mission. Ist also nicht schwer. Einfach an der Thunder Road entlang schauen nach den Staubsaugern. Finden sich eigentlich mal so viele, dass zumindest zwei Missionen ausreichen. Das ist eben der Superschredder und ist eine feine Waffe. Ein Hybrid aus Schrot, Flinte und Scharfschützengewehr. Und damit kann man auch schon was ordentlich weghauen. Ah, nun gut, das ist nur die erste Version. Die zweite Version wird weniger Mäh und mehr Yeah haben. Ich weiß, du kriegst das hin, Clip. Und dass es großartig wird. Ich versuche nur, meinen Beitrag zu leisten. Danke. Kommandant! Die Helden und Verteidiger lassen ausrichten, dass wir hingebungsvoll für den Sieg kämpfen. Das würde ich auch nicht anders erwarten. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge, Ray. Ich muss meine Männer und Frauen in die richtige Stimmung versetzen. Sie müssen sich beweisen wollen. Spiel einfach drauf los. Ich weiß, wir haben euch hängen lassen. So ist es, das habt ihr. Gerade so eben, aber trotzdem. Wir waren schwach. Wir sind vom rechten Weg abgekommen und mussten uns zurückziehen. Aber am heutigen Tag werden wir euer Vertrauen zurückgewinnen. Wunderbar. Viel Spaß da draußen. Ich meine, das will ich erstmal sehen. Ja, der Major ist zurück. Die nächste Mission wird wieder etwas aufwendiger. Mini-Bosse töten. Aber das beim nächsten Mal.